mitgemacht hast. Ich finde, Nein, du hast danke, Jungs. Vielen Dank an euch. Hat's dir Spaß gemacht? Auf jeden Fall war sehr, sehr geil. Also ich habe Bock gemacht. Musstest du ab und zu lachen, wo wir dann so Fragen gestellt haben? Ja, ich fand nur, leider war Dings, ihr wusstet halt nicht, dass es wirklich Schwarze gibt in Algerien. Ja. So, ich sag, ey, ich war nicht mal schlecht gemacht, aber Ich sag, war richtig geil. Danke, Jungs. sehr schön, dass du Problem. da warst, mein Bester. Vielen, vielen Dank, Hoffentlich Jungs. wir das nächste Mal auch. Vielleicht suchen wir irgendwann Okay. den aus Luxemburg. Vielen Dank, Jungs. Ja, vielen, vielen Dank. Sehr Kuss, mein gut. Bruder. Hau Ciao, rein, ja. ciao. Haut rein, Jungs, wa? Aber das war 5. Das war nicht Nummer 4. Ja, jetzt kommt Nummer 4. 4. Jetzt kommen 4. Genau, und die im Finale ziehen sich, Guck mal den an. Bruder, diese Creme. Der hatte jetzt auch Hallo. zum ersten Mal Cam. Ja. Hallo, hört ihr mich? Was geht? Was Türke denkt oder ihr? Araber? Türke oder Araber, sage ich. Bist du Eins dir von beiden. sicher? Ja. Tut mir leid, Jungs. Ich bin Was leider bist du? Marokkaner. Ja, hier, dieser Ja, Locke. Oh, warte mal ganz kurz. Ehre, Mann, Ehre, Boah, war das Mann. schlimm. Ich schwöre auf Was? alles, war das schlimm. So, Du hast deinen Job super Alter, gemacht. Alter, Boah, stark, ich habe stark, so stark. gelo, ich hab so reingekackt, ich schwöre auf alles. Aber war Ich hab okay, du hast so. dein Bestes gegeben. Was ist das für ein krasses Ich hab. Mikrofon? Nein, das ist. Ja, das ist okay. Guck mal hier, Bruder, das ist auf meinem Tisch, der hat sogar Mikro Wer? dran. Ich sag, der hat ein besseres Setup als ich, glaube ich, hier gerade Nein, stehen, ne? nein, nein. Doch, doch, Alles doch, gut. doch. Wie Aber heißt alles, du? was ich da gesagt. Wie bitte? Wie Guck mal, heißt der du? hat sich die Creme zur Seite gestellt, damit das von Ich habe vorne mir sieht. so Mühe gegeben, ich bin zu meinem Nachbar gegangen, der ist aus Sudan, ne? Ich Ja. habe Creme genommen, ich schwöre, ich habe Creme sogar hier. Von Herr Jordan Dings aus Düsseldorf Wow. habe ich mir Kamm genommen. Ich habe mir richtig Mühe gegeben, aber ich habe reingekackt am Anfang. Ich habe so. Ich habe viel Du gesagt. wolltest uns das so erklären, weißt Ja, du, so richtig so Genau. aufkriegen, dass er schwarz ist. Ja, du musst so Genau, reinkommen genau. und so entspannen. Ich hab, eigentlich Marokkaner sind dafür bekannt, so gut zu lügen, aber nein, Spaß, ich distanziere mich davon auch. Sehr Das gut. war Spaß. Wie alt bist du? Bist jung, ne? Ich bin 18. 18 bin ich. 18? Sieht jünger Ja, aus. ja, Junge, ja. Du stark, hast gute Alter. Gene. Aber ich hoffe, ihr spielt hier. Ich hoffe, ihr spielt bei. Ihr macht bald dieses Erkenne den Nachwuchstalent. Dann Ja, haben wo wir dich auf spielst dem du? Schirm. Also, ich kann euch sagen, wo ich spiele. Ich spiele bei Fortuna Düsseldorf. Vielleicht, ob ihr das kennt. Na klar. Natürlich. Aber ich streame da mal nebenbei auch. Das macht auch richtig Spaß. Morgen. Geil. So, aber ich muss halt jetzt, ihr wisst, das hat das Problem ist, dass ich habe nicht so, so starke Knochen. Das heißt, es ist ein bisschen schwieriger bei mir, so sich anzupassen. Ihr wisst, was ich meine. Deswegen Ja, spiele ich so, nicht Bro. zurzeit so oft. Und das ist das Problem, ja. Ich wünsche habe dir auch alles richtig Gute, reingekackt. Bruder. Wir wünschen dir alles Gute, Bruder. Dankeschön. Du hast dein Ja, Bestes Dankeschön, dass ich getan. mitmachen durfte. Kein Bleibt Problem. schön. Einen Ja. Dankeschön, wunderbaren Tag Dankeschön. noch. Dankeschön euch auch. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Und den nächsten White Ass hier rein. Ja, jetzt kommen wir zu Warte. Lightskins. Jetzt kommt der Jetzt erste kommen wir Lightskin. zu 3. Der ist safe Lightskin. Ja. Ich sage, er ist auch Lightskin. Yeah, der Boy ist fresh. Er ist Lightskin? Ja, ist Lightskin, no cap. Ja, aber ich bin kein Lightskin. Hä? Was? Was? Aber ich bin nicht Lightskin. Haben wir Was verloren? da? Haben wir verkackt oder was? Komm, wir auf Handy gucken. Guck mal, guck mal, guck mal. In Hallo? Schule, hinterste Reihe, hä? Internet, 16 Wie plus Partys. du? Bruder, woher kommen deine Eltern? Normal, normal, normal. Beide Elternteile? Ja. Und du bist hier aufgewachsen? Aber warte mal, zu mir hat er vorhin gesagt, dass seine Eltern nicht beide aus der Religion kommen. Also mein Vater halb, habe ich doch gesagt so. Ach so, ja, ich weiß schon, wie er meint. Mit wem schreibst du da? Niemand. Okay, wie alt bist du? 18. Und du kommst aus Bremen. Woher kamst du? Bremen. Krass, krass, krass. Boah, wir sind alle baff jetzt, ne? Was haben wir denn gemacht, Bruder? Warte mal, haben wir Scheiße. geschissen? Haben wir Ja, jetzt mal. Bruder, nein, Nee, dann sag ich eigentlich es. nicht, weil im Interview Ja, dazu warte, habe ich es warte. halt so verstanden, dass ein Elternteil schwarz ist und er halt Lightskin ist praktisch. Deswegen gehört er bei mir in der Liste zur Kategorie Lightskin. Ja, Okay, also. ja. Passt. Also, Okay, passt. und spielst du Fußball irgendwas? Ja. Zeig mir deine Haare. Boah, ich Barbecue gerade, ne? Ihr zeigt, ihr zeigt. Fresh, ja. Wie läuft mit Girls? Ah, jetzt, oder ich würde sagen. So. So, locker, Oh, locker. Snapchat. Snapchat? Ja, willst du sagen? Nee. Ja,
Ah, okay. Ey, danke, dass du da warst. Danke, dass du da warst, ja. Stark. Danke, Bruder. Okay, also Kuss. War er Dings, okay. Ja. Ja, aber die anderen sind, also da ist jetzt noch laut Chan ein Schwarzer dabei und noch ein Lightskin. Also, Bruder, wie schwer war das? Aber wir waren, na gut. Okay, und jetzt die zwei Finalisten. Beide kämen an, angezogen und dann bitte ausziehen. Wir zählen runter. Warte, ich muss mich doch anziehen. Soll ich Kämmer machen? Nein. 2024 Music. Danke. Ich glaube aber, Türken erkennen es einfach. Der ist Dings gewesen. Der ist nervös gewesen. Du bist kein Türke. Na, bei Willi wird schwer. Ich bin auch Türke bei ihm. Du bist Türke? Nein, Willi sagt immer Can. Willi sagt immer falsch, das war der Joke. Der Druck hat Eli mal gerade im Sitz. Evet. So. Einen. So mit Lightskin oder nicht Lightskin, so, das ist schwer. Wir dürfen nicht fragen, ob er Türkisch kann. Die dürfen nicht mit uns, wir können nicht sagen, ja, hier, dann redet man Türkisch. Ja. Okay. So. Einer hat die Cam schon an. Habe ich Cam an? Ja, du hattest an. Ich habe aber nichts gesehen. Oh, nicht mehr. Okay. Du bist muted, Bro. Der eine. Muted. Der eine ist muted. Ja, pass. So. 3, 2, 1. Ach du Scheiße. So, hier links. Fumbled. Ja, Bruder. Und jetzt guckt der blöd, ne? Ich erkenne doch meinen Bruder. Das ist geil. Bruder, aber du hast keine weiße Hautfarbe gesehen, Willi. Nein, Dicker, ich wusste, Bruder. Guck mal, nur seine Arme, Bruder. Seine Arme, Handgelenk, das ist ja. Ja, krass, aber. Bruder, er ist der, das ist der dritt nicht schwarzeste hier. Der hat gewonnen. Mit Dartscheibe. Wir hätten auf die Dartscheibe hören müssen. Bruder, ich schwör's dir, es war so ein Mitte-Ding. Ich habe. Bruder, zeig deine Arme mal jetzt nochmal so, bitte. Oder das Haargummi, das keinen Arm hat. Oh, er hat so leicht gekackt, dass ich gedacht habe, er hat schwarze Armhaare. Ich dachte mir in dem Moment, Bruder, bist du behaart. Guck mal, der Bruder. Oh, Mann, sorry, dass ich so gekackt habe, ja. Das ist schlimm. Hä, ist aber schlimm. Wer kommt, wer ist bei dir weiß? Mama oder Papa? X-Bastard. Oh, also beide sind in Deutschland geboren, nur Opa kommt aus Tansania. Ach, krass. Oder wir haben komplett geschissen. Ich schwöre auf alles, wir haben komplett geschissen. Krass. Willi hatte recht. Und, Willi hatte recht. Und mein Bruder aus Kongo? Ja. Du hast... Wie bitte? Deine Cam ist nicht. Nee, du hast Cam jetzt wieder an. Jetzt ist wieder an. Du hast rausgefloat, ne? Ja. Ja, Dicker Eli, ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch... Wie war das für euch? So, war... Ja, war... Also, locker. Ja, Bruder, Willi ist locker. Und für... Für, wie war nochmal der Name? Bela. Nee, wie? Bela. Bela. Diese Handgelenke, man denkt doch, der ist full Chat. Ich denke, da ist KD am Ball, Alter. Was soll ich machen? Und dein Papa ist wirklich Arzt? Ja, mein Papa ist Halfcast. Okay. Aber Arzt. Ach so, nee, Opa ist Arzt. Ich habe Story von Opa auf Vater übertragen. Was ist der Clip? Okay, krass. Krass, Jungs, ich schwör's. Ja, aber euch. Willi, du meinst, Schwarze sind nicht beim Arzt, aber unser Opa ist ja Arzt geworden. Ja, ich weiß, Bruder, das war eine Bestätigung, wo ich mir gerade dachte, krass. Aber ey, Mann, ihr wisst doch selber, wie ich gedacht habe, oder? Ja. Bruder, das kann doch nicht sein. Ja, diese Kongo-Flagge, du hast ja den Onkel gesagt, bring mal die Kongo-Flagge mit. Ja. Ja. Und weißt du, wo ich dich hatte? Bei Ibe. Ja. Ibe war auch. Ibe war, ich hatte ihn. Köln, Ibe. Aber ihr habt's mega gemacht. Wer von euch spielt Dart? Das Zimmer von meinem Bruder. Ich spiele kein Dart. Wie kommt ihr auf Dart? Ich habe mal tatsächlich einen Dart-Spieler gesehen, den ich ganz gut fand. Und eigentlich kam das nur so von einem Freund von meinem Vater, der Dart gespielt hat. Und der hat so sich darum gekümmert, dass ich dann mal zum Geburtstag eine Dartscheibe bekommen habe. Okay.
Also viel spiele ich eigentlich nicht so, aber. Und unbestritten? Nicht unbestritten. Merkt ihr was, Jungs? Rot? Geisteskrank. Ich habe da ein Gespür für. Also ich habe Clip nochmal gesehen, Bruder, linke, dass also sein linkes Handgelenk war, weil das da dunkler war, war viel dunkler halt, ne? Ja, ja. Also wenn du nur auf, ich habe aufs linke Handgelenk geguckt, das war komplett dunkel. Da ist dein Haargummi, ne, auf links. Nein, das war nicht Haargummi, so. Aber ihr habt es beide super gemacht. Ihr habt es wirklich beide richtig gut gemacht. Jetzt spendiert, könnt ihr euch noch was aussuchen von Juan und Eli Jello. Seid ihr jetzt Sub? Nein, ich war mal bei Eli einen Monat. Aha. Weil den kann man nicht so einfach reinschreiben, aber dann nicht. Geil. Und ihr? Ich war mal bei Sydney Sub, aber. Dann scheiße, ne? Es ist ein Wichser so. Ja, einen. Hast du gekündigt, ist auch besser so, ne? Ist gut. Habt ihr Amazon Prime? Ja, dann Sydney ist auch früher. Du hast jeden Monat einen Streamer deiner Wahl, kannst du mit Prime. Dieses imaginäre 5 Euro, kannst du nicht mal ausgeben. Das ist einfach nur so zum Schenken. So. Brülle, Eli. So. Brülle. Ja? Ich hab Twitch, ja, X-Wort. Du hast gesagt, du nennst Supporter. X-Bastard ab jetzt. Ja. Du bist X-Bastard. Crazy. Ey, Jungs, ich sag doch, der dankt auf meinen Kopf. Aber dass da noch einer kommt, der so... Oder den ersten habe ich sogar Urus Call gegeben, bevor er sich da verpuppelt hat. Nein, wisst ihr was, Jungs? Ich kann euch anbieten, ich übernehme das Geschenk, ich kann euch ein Trikot von mir zuschicken. Das ist vielleicht nee, nicht geil, 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 geil. Nee, sagt doch, was ihr wollt. Sagt, was ihr wollt. Wollt ihr Gutschein? Wollt ihr Vita-Welt? Wollt ihr Amazon? Wollt ihr PSN-Karten? Was wollt ihr? Icon League-Tickets? Was wollt ihr? Sucht ihr aus. Hört sich gut an. Willst du Icon League Tickets? Wo ist das? In Köln. Du bist ja gar kein Supporter. In Köln. Ja, doch, wir wohnen in Köln. Icon League Tickets für 2. Für 2? Der Fisch. Ja, Schaden, hol, besorg dir 2 Tickets. Schaden. Jo. Und der Bruder aus Stuttgart? Ich nehme da einfach. Was? Ein Trikot von dir. Ja? Ja. Okay, dann kümmere ich mich darum. Dann nimmst du seine Daten, dann lasse ich dir das zukommen. Jo. Ja, danke. Ach, du kannst Tickets verschicken, ne? Ja. Okay, gut. Okay, Jungs, vielen, 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 vielen Dank, dass ihr da wart. Dankeschön an die Eigentlich. Bruder, ich schwöre, die Clips, das machen das alles nur. Durch die Clips denkt man erst recht Nummer 2. Ich schwör's dir. Geisteskrank. Aber einmal so gemacht, da hat man seinen Hals. Ja, einmal hier Hals, Bruder, aber da achte ich doch nicht drauf. Aber danke, dass ihr da wart, Jungs. Mega. Danke, dass ihr da wart, Männer. Liebe, weitermachen. Geht raus. Bist du wirklich 1,96? Ja. Steh mal auf. Wir sind beide sogar 1,96. Gehen wir nach hinten? Gehen wir nach hinten? Spielt ihr beide Basketball? Ja, die hören uns zusammen. Ja. Wer ist besser? Ich. Yeah! Oder beide 1,96, wie groß sind eure Eltern? Oh, 1,93 und 1,80. Okay. Okay, Jungs. Ja, okay. Cool. Bist du Fuckboy? Ja, ne? Bist du Fuckboy? Hab Freundin. Ja, oder? Okay, gut. Passt. Okay, weiß ich Bescheid, Jungs. Okay, viel Spaß euch. Ja, oder? Haut rein, Freunde. Viel Spaß bei der Icon League. Ja, schön. Einfach diese lockere, ja, oder? Jetzt komm. Er macht Pizzi und kommt. Der Bro weiß nicht mehr raus. Okay, gut. Ja, ach, Jungs, Chat. Die haben dicke gefummelt, ich schwöre. Kacke. Ja, aber ich weiß nicht, nur weil ich das gesehen habe. Hätte ich nur die Storys gehört, hätte ich auch eins genommen. War schon perfekt, so wie es ablief. Ach, egal, die haben. Okay, passt. War aber gut, oder Chat? Hat Spaß gemacht. Mutz, könnt ihr mir mal den Clip reinschicken? Ich hab den nicht gesehen. Ich schwöre, achte auf das linke Handgelenk. Oh ne, doch auf sein linkes Handgelenk, nicht rechts. Links. Also auf deiner Sicht das linke. Rechts ist heller. Links ist. Ja, dunkel. Ich weiß. Rechts hier ist heller. Da guck ist dunkel, weil er was davor trägt. Ja. Bruder, guck mal, wie das aussieht.
waren jetzt bald, also pff. War geil, ja, aber wirklich lustig. TikTok wird abgehen. Ach, Bruder, wer da irgendwas ernst meint, ist ach, Spaß. Bruder, bitte. Soll ich nerven. Ja, danke. Aber war sehr geil. So, wenn ihr Bock habt, habe ich auch noch nochmal 5 Kandidaten vor, vorbereitet. Erkenne, ja, den Türken. Der Ablauf wäre genau der gleiche. Ihr habt ja jetzt so ein Gefühl dafür bekommen. Und wir können rein in Erkenne den Türken, wenn ihr Bock habt. Ja, hä? Ja, klar. Ja, erkenne den Türken. Ja, dann würde ich sagen, erkenne den Türken. 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 Erkenne den Türken. Hm. Boah, da musst du performen. Ja, Bruder, mein Türkisch ist eigentlich... Also, ich verstehe alles, aber... Nee, ja, aber es geht ja nicht um Reden und so, aber du weißt so... Ich bin nicht so krass in der Materie drin. Okay, ja. Aber ich habe schon eine Frage. Was ist die Frage? Bereite ich mir vor, weil wenn ich jetzt sage, hören die vielleicht. Ja, aber Bruder, müssen wir jetzt wieder den Full-Türken erraten? Was, also... Ja, der ist Türke. Can soll mal ganz kurz sagen, nach welchem Kriterium wir suchen. Einfach Türke. Also jetzt nicht wie bei Lightskin, dass er halb, Viertel, irgendwas gibt, sondern einfach den Türken. Okay, stark. Aber können die, was, gibt es einen Deutschen, der Türkisch sprechen kann dann da? Aber kann sein, wer der weiß? Aber ihr dürft eh nicht fragen, ob er Türkisch sprechen kann, hat Elia gesagt. Die Frage darf nicht kommen, ja. Ah, okay. Okay. Ja, ohne Türkisch. Einer von denen soll munter sein, habe ich gehört. Das ist crazy. Ja, ich sag, Türkisch ist schon möglich, wenn es Dings ist. Nee, ich glaube, da ist wieder so anders. Da ist wieder anders, also Normalchat. Was ist das denn? Achso. Hol mehr dazu. Also, ich sag, Türken werden wir erraten. Instant. Instant errate ich den Türken-Chat. No cap. Achso, ich bin die ganze Zeit mute, Digga. Ich rede die ganze Zeit. X-Bastard. X-Bastard, ja. Neuer Name, Chat. Ist Matt online? Green Partner, danke für 6. Matt hier reinholen wir auch noch stark. Ja, es ist X-Bastard, was soll ich sagen? Mert ist so einer, der analysiert von A bis Z richtig, ne? Oh. Ich hab schon den nächsten. Erkenne den Hochbegabten. Boah, stark. Okay, seid ihr ready, Jungs? Wir sind born ready. Also, wir haben jetzt 5 Türken. Mhm. Sind die auch schon ready? Gleiches Spielprinzip, ne? Ja. Wir wählen einen raus in der ersten Runde, 2 in der zweiten. Ja. Und dann das Finale. Rede, okay. Auch mit dem, die Teilnehmer, bitte achtet drauf beim, also obwohl, verdecken die sich auch ja, ne? Da müsst ihr entscheiden, also da habe ich überlegt, aber... Ja, kann sein, der ist halt Hardcore-Türke so, ne? Ja, ich weiß es halt nicht, stell dir vor, da sind, wenn da jetzt, also beispielsweise Lukas erkennst du, dass er es nicht ist, also das müsst ihr sagen. Ja, du erkennst einen Tobias, die müssen sich schon verdecken. Ja, okay. Die wissen Bescheid. Also das ist genau wie bei den Schwarzen, die bedecken sich auch von Anfang an. Ja, guck den vorher die Cam an und die sollen sich auch ein bisschen bewegen, dass du weißt, okay, ey, die sind safe. Ja, ja. Aber da, mit den Händen und so ist da ja egal. Achso, ja, stimmt. Das ist da egal. Das ist egal. Okay, ja, das stimmt. Weil wenn du da Hände siehst und so, ist ja egal. Ey, es geht schön. Hey. Gut, dann kann der Erste rein. Ja, von mir aus gerne. Jello bereit? Warte.
Ja. Hallo? Hallo. Hallo. Salam alaikum. Alaikum salam. Was geht? Alles gut. Bisschen nervös. Soll ich mich vorstellen? Nein. Wir dürfen nicht, eine Sache dürfen wir nicht machen, so, er soll türkisch reden, das sollen wir das nicht fragen. Okay, okay. Also, ich bin Kerim, ich bin 23 und ja, komme aus der Nähe Düsseldorf. Woher kommst du aus Türkei, Kerim? Aus der, aus Kars. Kars? Kars ist ganz rechts, Grenze Armenien. Kennt man nicht so, da sind aber viele Kurden, Rohat, vielleicht kennst du das dann. Bist du Fußballfan? Ja, natürlich. Galatasaray, Beşiktaş? Also ich muss euch enttäuschen, ich bin Fener-Fan. Fener? Grüße gehen raus an Mert AB. Ja. Sag mal die drei Top-Transfers, die gekommen sind jetzt. Okay, auf jeden Fall San Maximo. El-Nesiri. Oder wie man den auch spricht. Boah, und dann, also Ferdi Gittel wahrscheinlich, aber wer dazu, Top 3, wer kam denn noch? Sag nochmal Ferdi. Ferdi. Eine noch Frage, mal? Bruder. Ja, frag. Eine Frage, sprichst du Kurmanji? Nein, ich bin kein Kurde, Bruder. Ich kann kein Kurmanji. Bruder, okay, ich sag dir ehrlich, der kam mir vor wie so ein Kurde, ja? Okay. Wer ist der beste Spieler der Welt, wenn du so Fußball verfolgst? Alex de Souza. Guck mal, Bruder, also das dieser Typ, ja, ich sag dir ehrlich. Okay, Ronaldo, danach Alex de Souza, Tava. Tamam. Nicht Arda Güler, ja, ich hab nicht diese Fanbrille auf. Nee, aber De Souza ist auf jeden Fall nicht Fanbrille, oder? Nein, Bruder, was für Fanbrille, De Souza ist. Wie alt bist du? Bruder. Ich bin 23. Nein! Wie heißt du nochmal? Kerim. Kerim? Kerim mit I. Kerim. Kerim, ja. Kannst du, ist es so dein Nachname, ist es in Ordnung? Ja, kann ich sagen, wenn du. Sag was? Aygün. Aygün. Ja, sein Arsch ist. Ich habe eine Frage. Frag mein Besser. Du weißt doch bestimmt, was Pastama ist. Natürlich. Holst du das an der Theke oder holst du das verpackt? Also ich persönlich hole das an der Theke, meine Mutter und mein Vater holen das an der Theke, wenn die verpackt. Ist einfach. Die holen verpackt, du holst an der Theke? Genau. Okay. Aber ich bin nicht so ein großer Pastama-Fan, ich bin eher Sucuk-Fan. Welche Marke? Boah, Bruder, hast du mich diese grüne Verpackung auf jeden Fall. Welche? Grüne? Grüne, hell, türkismäßig. Oh, da stottert ein bisschen, ja. Jungs, aber. Ich weiß, welche Türkis. Ja, ich auch, was er meint. FL Pascha, so. Rauchst du Pfeife? Früher, ja, jetzt nicht mehr. Ich hatte einmal Lungenentzündung des Todes. Einen. Was hast du früher geraucht? Jetzt Geschmack? Ja. Ja, Doppelapfel. Bruder. Für mich bist du jetzt schon sicher, Bruder. Mach dein Okay. Ding, Bruder. Spielst du FIFA? Ja, ich hab bis 23. Wie hieß dein Ultimate-Team? Ich hatte den Namen eines Mädchens als Teamnamen. Eines Mädchens? Ja. Das wurdest du gebrochen von ihr? Bruder, wurde gebrochen, ja. Also ihr Anfangsbuchstaben hatte ich. Hat er mich nicht. Jeder Türke heißt Ultra Aslan, hat Fener-Trikot, Gala-Trikot oder Türkei-Wappen und geht dir auf den Sack und ist immer gut. Sag mal, was hast du geholt, Weekend League? Rede? 17 Siege. 17 Siege, oder? Ja. Was hast du für ein Team? Bruder, ich hatte ganz normal Premier League. Er lügt. Okay. Ey, warst du mal mit deinen Eltern im Urlaub? Ganz kurz, du hast in FIFA 22 gespielt? Ja. Da gab's nicht mal 20 Spiele. Wen willst du hier verarschen, hä? Doch, warum lügst du? Wie viel gab's denn? 22 gab's, glaube ich, noch 30 Spiele. Nein, 22 gab's schon 20. 23, 24. Weiß ich nicht, kann sein. Mal gucken. Hey, warst du mit deinen Eltern im Urlaub? Wann das letzte Mal? Oder wann weiß ich nicht, aber Köln halt, ne? Köln, richtig Köln, ja, ich bin auch so richtig Köln. Okay, erzähl mir mal ein bisschen über Köln-Leben, was kannst du so sagen? Bruder, du gehst raus, es gibt nichts. Also wir sind froh, dass wir jetzt mittlerweile gute Internet da haben in Kars. Okay. Berge, Bruder. Kühe. Die Menschen dort? So. Bruder, die haben keine Ahnung von der Welt, so. Okay, die Obdachlosen da, was haben die? Was haben die mal bei sich? Bruder, bei uns waren nicht so viele. Also ich war nicht so draußen, dass ich Obdachlose gesehen habe. Okay, aber die Leute, die so ärmer waren eher, so was... Was hat man so gesehen? Die haben nix, Bruder. Darf ich fragen, was deine Eltern beruflich machen? Meine Mutter ist
putzt eine Sporthalle in unserer Grundschule. Und mein Vater arbeitet bei Siemens. Und fahrt ihr Mercedes? Ich fahre Mercedes, mein Vater fährt Tiguan. Was fährt dein Vater? VW. VW. Jetzt, ja, wie konntest du, Benza leisten? Papa. Papa? Ja. Papa gibt dir Benz, er Tiguan? Einen. Was arbeitest du? Ich bin Fahrlehrer. Hast du, Fahrlehrer? Ja. Mit 23? Ja. Ist erst ab 22 möglich und ich bin 23, ja. So ein bisschen Geldwäsche oder so auf Ernst? Nein, auf Ernst. Diese Bar bezahlt nur? Ja, natürlich nur Bar. Wie soll man sonst mal Geld nehmen von dir? Also nur Bar. Bruder, wie machst du deinen Döner jetzt schnell ohne Nachdenken? Sag. Komplett ohne Zwiebeln. So. Komplett, also okay. Okay, ja. Wenn du in die Türkei gehst, was nimmst du mit für deine Familie? Was nimmt deine, Bruder, was nimmt der eine will PlayStation 4, Bruder, der eine will PlayStation 5 schon haben. Die wollen alle was anderes haben. Ich nehme Schokolade. Was nimmt deine, welche Nussknacker, Schokolade? Bruder, Nussknacker. Er ist es. Er ist 100%. Lass weitermachen, Okay, wir machen weiter. Okay. Bruder, ganz kurz, er hatte dich bei Nussknacker? Ja, vertrau mir. Diese Aldi-Nuss-Vertrau, ihr versteht das nicht, Jungs. Jungs, aber das Ding ist, hier ist auch wieder so, kann auch Kurde sein. Ja, also es kann, also, kann auch Kurde sein. Diese Nussknacker, Jungs, ihr versteht das nicht. Jedes Mal 20 Stück Nussknacker im Koffer und man nimmt sie mit. Move. Halb geschmolzen, Bruder. Das weiß jeder mit Nussknacker. Ich weiß, wusstet ihr das? Nein. Okay, das ist so ein Ding einfach. Man nimmt zu viel. Oder ich bin immer so Nussknacker mit. Ich bin gerade sehr entsetzt, dass dieser Nussknacker dich so krass abgeholt hat. Ja, dieser Nussknacker war schon stark. Dieser Nussknacker war. Nussbeißer, aber man weiß, ja. Salam alaikum. Alaikum salam. Ah, Wallah, Jungs, was ist das? Der kann auch sein. Ich hört ihr das nicht? Nein, rede mal ein bisschen, mein Bruder. Woher kommst du? Wie alt bist du? Ich bin 18 Jahre alt. Mein Name ist Mohamed. Momo. Darf ich dich Momo nennen? Darfst du, ja. Ja? Und, mein Uropa, der war noch zuletzt in Izmir, aber sonst meine Oma und meine Mutter wurden hier in Deutschland geboren. Okay. Okay, wo? Und wo aus der Türkei? Izmir. Ja, Izmir, Bruder, das ist so wie wenn. Sag ich aber auch, Bruder. Ja, das sag ich auch. Wenn mich einer auch, fragt, ja, ich sag auch, ich komme. Dann sag ich Izmir, Mann. Izmir oder Izmir? Izmir. Nein. Izmir. Nein? Izmir sagt man. Man rollt das R. Wer ist denn? So, ist... Ich hab eine Frage, dann können wir ihn ficken. Fickt mich. Mein Bruder. Du bist. Bist du Sport interessiert? Sport? Ja. Welche Sportart? Fußball. Einen. Dann sag mir mal die Startaufstellung von Türkei. Also ist das hier jetzt erkennen Fußballer oder? Nein, Bruder. Du bist sportinteressiert und du bist Türkei-Fan. Bruder, wenn ich jetzt hier meinen Chat frage, 30.000 Türken stehen auf und sagen mir jetzt die Startaufstellung der letzten 5 Spiele von Türkei. Okay? Sag mir jetzt sofort. Und lass dein Kugel weg. Dreh. Nein. Es gibt einen Unterschied. Es gibt's. Entweder guckt man Fußball oder man spielt nur Fußball. Nein! Ich mach jetzt Kreuz. Doch. Okay, Momo, ich mach mein Kreuz. Ich hab mein Kreuz gesetzt. Momo, ich tippe. Was? Und ich tippe ein X. Momo. X. Evan. Nein, guck mal. Ich schau wirklich nur ab und zu Fußball. Higher, Momo. Okay, aber Alter, woher kommst du aus Deutschland? Also, wo lebst du? Ich wohne in Erlangen. Und Erlangen. Genau. Okay, ich habe jetzt eine Frage. Okay. Wenn du in Erlangen gehst, bist du ab und zu in Nürnberg? Klar. Wo gehst du türkisch essen? Türkisch? Ja. Plärrer, ne? Wie, okay. Plärrer? Bruder, du kannst mich gerade nicht fragen, wo gehst du türkisch essen? Nein, es war keine Frage. Ja, wo? Sag Namen. Ich gehe hier türkisch essen. Nein. Sag, wo gehst du denn mit türkisch essen? Was? Nein, Bruder, Mutter essen ist das Beste, hä? Ja, okay. Nein, Bruder. Was macht deine Mutter für Gerichte?
Mein Lieblingsgericht ist Kissier. Kissier, das ist nicht im Raus! Wow, dein Ester! Natürlich! Mit deinem Arsch, dein Arsch ist weiß! Dein Arsch ist kein Türke! Ich bin weiß, ich bin Türke! Dein Arsch... Guck mal, Thomas. Es wird gerade so auf so eine Dings... Kissier? Nein, guck. Boah, guck mal. Guck mal. Meine Mutter? Ja. Yeah. Ich kann auch kein Türkisch. Ja, red weiter. Was? Mein Uropa, der war Gastarbeiter hier. Ja. Und er ist durch einen Schlaganfall leider taub geworden. Nein. Wie nein? Natürlich, das ist das Thema. Okay. So. Und meine Oma, die ist ja hier geboren und die konnte auch nur Deutsch, nur durch die Schule. Mein Uropa konnte ja nicht sprechen. Die hat es in einer türkischen Schule versucht, aber das hat ihr gar nicht gefallen. So, sie ist dann nach Türkei geflogen wegen Urlaub. Und kennt ihr kryptische Schwangerschaft? Das ist eine unbemerkte Schwangerschaft, da merkt man gar nichts. Und die gibt's wirklich. Glaubt mir oder nicht, es gibt's die wirklich. So, meine Oma, die ist eine Woche geblieben, war beim Arzt und hat dann gesehen, dass sie schwanger ist. Aber bei einer kryptischen Schwangerschaft, das ist so, dass die Muskeln im Bauch angespannt sind, ohne dass man es merkt. Man sieht auch keinen Bauch und die Periode kriegt man trotzdem. Wenn ihr mir nicht glaubt, googelt das. Ja, aber was hat es damit zu tun? Ja. Nein, meine Mutter, das, guck mal, meine Oma, die konnte ein bisschen Türkisch. Und die hat aber meiner Mutter nur Deutsch beigebracht, damit sie sich auf Deutschland vorbereitet. Die war ja nur im Urlaub da, meine Oma. Okay. Und sie wurde halt schwanger mit 18. Und meine Oma meinte direkt, dass sie nach Deutschland umziehen soll. Dort sind Verwandte. Und sie versorgen die dort. Okay, okay. Ey, du hast genug. Okay. Wir machen erstmal okay. weiter. Ja. Wir machen weiter. Okay. Ja, Can, bitte runterziehen. Jungs, er konnte mir nicht sagen, wo man in Nürnberg ist. Ich hab zwei Kreuze gesetzt. Hier ist crazy, Jungs. Momo geht, ihr sagt, wo? Nürnberg, dann hab ich ihn erwischt. Moda, der kann mir nicht die türkische Aufstellung sagen. Ich bitte dich, Bruder. Thomas. Der kann mir nicht mehr 5 sagen. Oder 4, der hat gar nicht angefangen. So. Aber könnte ich dir auch nicht sagen. Ja, aber du bist auch nicht fußballbegeistert. Du bist ja nicht fußballbegeistert. Ja, du bist dieser Fußball-Hype-Influencer da, wenn der EM ist, da, so wie hier Bibi und so. Bibi? Ganzer Chat würde mir Aufstellung von 2004 sagen. Also ich sag hier ein Nein niemals. Ja, 100%. Was ein Nein niemals? Nicht mal in 100 Jahren. Ich sage auch. Sorry. Nein niemals. Ja, sorry. Gibt's auch von mir. Ich glaube, er ist Russe, ja. Çeşme. Dann geht's zu Çeşme. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Sehr schön. Ich beginne gleich. Ich heiße Tugay, bin 25 und wohne in Nähe Wien, also in Österreich. Das hat einen riesen Vorteil wegen diesem Österreich-Ding. Ja, okay, nix sagen. Ja. Tugay, wo aus Türkei kommst du? Mein Vater kommt aus Elazığ, Karakoçan. Und meine Mutter aus Izmir, Manisa. Junge, was machen wir jetzt, Freunde? Einen. Okay, ja. Gut. Was machen wir jetzt? Geht sich her aus. Ich habe eine Frage. Das letzte Mal in der Türkei? Boah, ich war das letzte Mal vor 2 Jahren, glaube ich. Hm. Okay, wie war dein Lira-Kurs? Lira-Kurs damals, boah, ich glaube bei 18, 20, sowas um den Dreh. Ich kann mich nicht genau erinnern. Okay. Du wohnst näher Wien? Ich wohne näher Wien, was, ja. Warst du schon mal bei Ferhat? Ja, oh, ein Lieblingsdöner. Okay, wie bestellst du den? Fleisch, Zwiebeln, Tomaten, bisschen Soße und viel scharf. Okay. Was ist das für eine Art von Döner? Kannst du sagen, was das für ein Fleisch ist? Ja, so schichtfleischmäßig. Also wie nennt man das? Steakfleischmäßig. Wie nennt man das? Ja, Prag-Döner. Gut. Okay. Boah, du gib mir ein paar türkische Gerichte. Türkische Gerichte. Also was ich zum Beispiel von meiner Mutter gerne esse, ist Karnıyarık. Dann esse ich gern. Wollt ihr wissen, was das ist, oder?
Das Österreich ist schwer, mach weiter. Lahmacun liebe ich, sonst Börek und so, so Standardsachen. Meine Mutter kocht nicht so oft türkisch, immer meistens Wochenende, aber ja. Soll ich euch sagen, wo ich das Gefühl habe? Ich erkenne das immer direkt. Also wirklich, ich erkenne das an der Aussprache immer direkt. Sein Arsch ist kein Türke. Ja, aber okay. Ich bin halt auch aus Österreich, das ist das Problem. Ich klinge halt anders, als jeder andere, der reinkommt. Was ist Gözleme? Weißt du, was Gözleme ist? Gözleme, ja, so ganz dünner Teig quasi und dazwischen so Käse und Spinat meistens. Mhm. Das Ding ist, ich glaube, er ist Jugo. Ich habe das im Gefühl, dass er Balkan ist. Ja, der ist älter als sein Nachbar irgendwie. Sag mal, verfolgst du Fußball? Ja. Also, geht so. In der Türkei verfolgst du Fußball? Ja. Wer wurde Meister? Nur international schaue ich Galatasaray-Spiele, sonst nicht wirklich. Wer wurde Meister? Gala. Am letzten Spieltag. Chat, ich kann keine Live-Verfolgungsjahr gucken, weil ich gerade keine Ideen mache. Sagst du... Das ist krass gerade. Wie alt bist du? 25. So ein klassisches... Okay, wer ist Trainer bei Gala? Boah, keine Ahnung. Warte, ich frage dich was, Bro. Aber du darfst danach nicht reden. Kannst du Türkisch? Ja. Darfst du? Okay. Red nicht. Okay. Hast du eine Freundin? Nein. Ich war 7 Jahre in einer Beziehung und Türken? Verheiratet. Nein. Verheiratet? Ja. Und mit 8? Mit, okay. Und seit ein paar Monaten halt. Okay. Leider nicht mehr. Ja, okay. Wie war Hochzeit? Türkisch? Türkische Hochzeit? Nee, Hochzeit hatten wir noch nicht. Wir haben nur islamisch geheiratet mal. Okay. Und ja. Aber du warst doch bestimmt schon auf türkischen Hochzeiten, oder? Ja, natürlich. Ja, so, kannst du mir mal sagen, wie das abläuft? Ja, der ist es nicht. Ja, meistens kommt man halt in den Hochzeitssaal. Dann beim Eingang steht immer Eltern von der Dame, von Bräutigam oder Braut. Dann setzt man sich halt hin, dann beginnt meistens mit Halai immer ein paar Stunden und dann irgendwann nach ein paar Stunden kommt Braut und Bräutigam, tanzen zusammen, dann beginnt Essen und dann kommt Tacke. Tacke ist so, wo sich alle hintereinander hinstellen und Braut und Bräutigam, also immer der Kopf von jeder Familie Geld gibt oder Gold gibt. Sowas. Wie viel Geld gibst du? Bei uns ist so Standard 50 bis 100 Euro immer. Also jeder Kopf der Familie gibt immer so 50, 100 und natürlich so engere Verwandte wie Onkel und so etc. geben Gold oder bei 200, 300 Euro aufwärts. Ist mit Vorlesen? Wurde vorgelesen? Ja, immer. Du kommst, Roat, ich weiß nur, dass die aus Trabzon immer so Zahlen und so haben. Wisst ihr, was ich meine? So, ja, Adana 01 zum Beispiel. Sag mal deine. Was ist? Bei uns ist Elase, Irmic, also 23. Okay, mein Bruder. Boah. Für mich bist du immer nicht schön. Boah, das kam stark, Digga. Oh, okay. Ich hab genug gehört. Das war... Bruder, ich schreib lieber deinen Namen nochmal. Tugay. Ich hab dich auf dem Schirm. Okay, nächste. Bruder, bis jetzt war er für mich komplett raus, ne? Aber also, ich kam krass. Jungs. Ja, das ist krank. Aber wir haben eine Runde, haben wir safe. Also, wir kriegen das raus. Ich glaube, wir kriegen es raus. Das war aber gut. Das war gut. Die Frage war gut. Okay. Nächster. Can, bitte nächsten. Ist Ahmed hier im Chat? Nein, ne? Recep auch nicht. Hallo? Salam alaikum. Nein. Raus. Nein, niemals. Nochmal. Salam alaikum. Alaikum salam. Hallo? Rede mit mir. Egal. Wer ist du? Wo kommst du her? Ich heiße Kian. Ich bin 18 Jahre alt, ich komme aus Berlin. Berliner Bruder, okay. Erzähl mal. Ja, was soll ich jetzt erzählen? Wo gehst du gerne essen? Boah, ich gehe jetzt nicht so oft essen, aber ich esse, also wenn ich essen gehe, dann bei Rüam eigentlich schon. Also Hauptstraße aber. Nein, niemals. Also, kannst du mir ein paar türkische Restaurants sagen in Berlin? Nein, ich gehe jetzt nicht, türkisch essen, also in türkische Restaurants eigentlich. Warum, Bruder? Ich habe viele türkische Freunde, die gehen immer gerne türkisch essen. Adana, Bruder, wo kannst du besser türkisch? Also Berlin kann super türkisch essen. Nur gute Gelegen. Ich glaube, ich war bis jetzt nur einmal türkisch essen in Berlin. Also ja, oder? Wo denn? Ja, und sonst ein Schnitzel oder was? Oder eine Currywurst? Nee, eher so Italiener oder so. Ja, oder? Okay, und wo gehst du essen? Also ich war bis jetzt einmal und das war in der Nähe von der Kantstraße, glaube ich. Macht deine Mutter oder dein Vater türkisches Essen? Wenn meine Mutter, ja. Deine Mutter, was macht sie so?
Ja, so in der Türkei hatte ich oft Pastrma gegessen mit so, also Sandwich. Dennis! Nein, warte, ich will das nicht. Also, Luca, deine Mutter ist ja deutsch und dein Vater ist ja auch Deutscher. Was gibt es bei euch immer zu Weihnachten zu essen? Weihnachten? Ja. Das ist ganz normal, ganz normal. Was denn so? Ja, ganz normales Essen halt so. So wie erzähl mal. Jeden Tag. Hm? Ja, so, also jetzt nichts Besonderes eigentlich. Nur so, also ein bisschen besonders halt als sonst. Was hast du zu Weihnachten bekommen dieses Jahr? Ich glaube, nicht so viel, also so paar für die Schule so. So mein Arsch hat in 21 Jahren noch nie was zu Weihnachten bekommen, mein Bruder. Bruder, kann sein, dass Momo sogar noch die Runde überlebt, ne? Zwei Kreuze bei Momo. Zwei Stück. Du toppst das hier, Luca. Du toppst das, ehrlich. Ja, Luca. Ja? Luca ist crazy. Ganz kurz, was ehrlich? Sagst du zu so einer Sache wie Schweinehaxen? Hä? Was soll ich sagen? Ich bin Türke. Was soll ich sagen? Ja, oder? Du bist Türke. Ja, du bist kein Türke. Ich komme ja aus Berlin, meine Eltern auch, die sind hier geboren, aber ich bin halt, meine Großeltern sind Gastarbeiter und wir kommen ursprünglich aus Kappadokia, also Nähe Neftchir. Ja. Okay, Luca, du wohnst in Zehlendorf. Du wohnst in Zehlendorf, dein Papa ist Arzt, deine Mutter ist Rechtsanwältin, kommst nach Hause, hast einen perfekten Bruder, alle eins in der Schule, geht auf eine Privatschule, zahlt 500 Euro im Monat, Vater fährt Porsche, du kriegst mit 18 BMW, Vierer, aber auch direkt so M4, fährst damit zur Schule, Haare nach hinten geht, hast eine Freundin, heißt Lisa. Hast du kennengelernt in Zehlendorf, hä? Das ist krass. Ganz kurz, welche Gummibärchen isst du? Wie, welche Gummibärchen? Ja, wenn du Gummibärchen isst, was nimmst du? Hier diese, die haben ja so eine Schweineform immer. Oder? Ja, diese, kennt ihr nicht diese ohne Gelatine? Dieses, ich weiß nicht, wie die heißen. Alles gut, mein Freund. Katjes, meinst du? Ja. Ja, nochmal so eine Schweinekopfform. Rote Ohr, grüne Ohr. Ja, was ist so denn, gehst du manchmal so in die Heimat, Jungs, nach Türkei? Jungs, das ist absolut, ja, nein, niemals. Ja, aber ich will ein bisschen wissen. Ich will ein bisschen spielen. Vorletztes Jahr im Herbst. Wo warst du, Bruder? Na, bei meiner Oma. Wo war das? Kappadokia, Nähe Neftchir. Das ist in Göreme. Also das Dorf heißt Göreme. Hast du eine Freundin? Nee. Okay. Warum? Ich bin jetzt gerade mit der Schule fertig geworden. Also ich habe jetzt gerade mein Abi gemacht. Mhm. Ich hatte halt nicht so viel Zeit. Gehst du Shisha-Café manchmal mit deinem Bruder? Nee. Nee, warum? Also ganz kurz. Ich kenne keinen Türken in Berlin, der nicht in Shisha-Café geht und der noch nicht in türkische Restaurants geht. Okay? Und der mir sagt, dass er gerade jetzt ist. Doch nie mein Leben habe ich einen Türken da kennengelernt in Berlin. Sein Arsch kriegt was zu Weihnachten, Mann! Sofort raus! Dann bin ich jetzt der Erste. Schweinehaxe! Aber sehr schön, dass du. Bist du mal mit dem Auto in die Türkei gefahren? Nein, immer mit dem Flugzeug. Okay, ja, erste Klasse. Ja, aber das ist ja auch nicht, also wenn man mit dem Auto fahren würde, das wäre viel länger, weil es so zentral, also. Nee. Ja. Ich habe eine Frage. Mein Arsch ist Berlin. Einen stinkenden Opel, 3 Tage gefahren. Berlin EM, war ja EM. Warst du Autokurso? Nein, ich bin mit dem Fahrrad so ein bisschen. Ja, das ist jetzt krass. Aber Jan, mach mich runter. Ich glaube, ich habe noch nie einen Türken auf dem Fahrrad gesehen. Bruder, ich sag Autokurso EM, bitte. Kuder mit Fahrrad, Digga. Ich sag, der Bruder ist vegan unterwegs sogar. Bruder, sag ehrlich, umarmst du Bäume so? Er ist vegan unterwegs. Keine Chance, dass der Bruder passt immer alles. Bruder, wenn du der Türke bist, ich real talk. Danke, dass du mich X-Bastard. Ich geb den Urus-Call. Ich hab den Urus-Call. Ich kratz alles zusammen, ich hol mir einen Urus. Bruder, ich mach drei. Bruder, ich mach jetzt drei Kreuze. Ich geb dir meinen Arsch. Dreimal nein. Andi, raus mit dir, wirklich. Ab mit dir, Andi. Wirklich. So. Salam alaikum, Jungs. Alaikum salam. Alles gut bei euch? Ja, und bei dir? Alles super, vielen Dank. Erzähl, woher kommst du? Was machst du?
Mein Name ist Jan, ich bin 23 Jahre alt und komme aus Frankfurt, also Nähe Frankfurt. Jan aus Frankfurt? Ja, Bruder. Studierst du? Nein, Bruder. Ich arbeite. Was? Wo? Einzelhandel, Aldi. Woher kommst du aus Türkei? Also ich komme nicht, also meine Eltern sind halt aus Türkei nach Deutschland. Ich bin halt in Deutschland geboren, aber meine Eltern kommen aus Kosan. Ich habe noch nie so einen Tobias im Discord gehabt. Kosan. Wie jetzt? Nein, warte. Erzähl mal ein bisschen so. Eltern beide aus Türkei, hast du gesagt? Ja, beide aus Türkei. Hast du Geschwister? Ja, einen Bruder. Wie heißt der? Der heißt Ozan. Ozan? Nicht Ozan? Ja, Ozan. Nicht Ozan. Ja, wir sagen Ozan zu ihm. Ja, ja. Ja, ja. Ist der älter? Nee, jünger wie ich. Okay. Jünger wie ich. Ja, das könnte auch Edis. Ja. Edis sagt das auch. Okay. Kurze Frage, was? Wie heißt dieser türkische Kaugummi? Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Halber. Entschuldigung. Ich komme nicht drauf. Tut mir leid. Alles gut. Okay. Lieblingspfeife, Geschmack? Das ist das Ding. Also auf jeden Fall nicht Doppelapfel, sondern wie heißt der? Das ist Traube Minze, aber nicht genau Traube Minze. Das heißt. Black Nana, ja. Danke. Ey, hör mir mal zu. Wenn deine Eltern. Dass du Black Nana kennst. Ey, hör mir mal zu, wenn du Schläge bekommen hast von deinen Eltern, wir haben sich geschlagen. Rede. Ja, mit Hausschuh oder Gürtel, Bruder. Oder mit Hand. Diese drei Dinge waren immer so im Rotieren, Digga. Was soll ich dir sagen? Was hast du bei dir zu Hause im Kühlschrank? Was im Kühlschrank? Was meinst du genau? Erzähl mal, was ist da so drin, türkisches? Ja, also selbstgemachte Eiwar, dann Sucuk, Pastırma. Rede. Von welcher Marke ist Sucuk? Egetürk. Ja, ich sagte, du bist ein geiler Typ. Ja. Du bist ein richtig geiler Typ. Ich sag, bist du Linksfuß? Nein, Bruder, ich habe mit Fußball nichts zu tun. Nichts am Hut. Mit was hast du was am Hut? So Hobbys? MMA hauptsächlich. Also ich gucke sehr gerne MMA, würde auch sehr gerne damit anfangen. Aber ich bin leider zu faul. Oder halt wegen Arbeit. Aber bist du so Kampfsport interessiert? Hast du schon mal gefetzt? Nicht gefetzt, aber ich habe mal Kickboxen gemacht, als ich klein war. Okay, und kurze Frage. Wärst du dein türkischer Lieblingskünstler? Ich höre gar keine türkische Musik. Wirklich gar nichts. Ich höre meistens Deutschrap und halt meistens, das hört sich jetzt dumm an, aber Rock. Ich bin halt sehr Rock. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Türken getroffen, der Rock hört. Also ernst. Also, okay. Digga, es gibt so viele, das glaubst du nicht. Du kommst in Frankfurt, hast du gesagt, Bruder? Ja. Warst du da schon mal so Hauptwache und so? Ja, normal. Der Bruder hört Contra K. Nee, Contra K. Nee, okay, wen hörst du, bist du Deutschrap interessiert? Ja. Wen so? Hauptsächlich Luciano. Ist sehr, sehr gerne, höre ich Luciano. Und den ich für mich neu... Ja, sorry. Ja, hast du den Alten so gefühlt, so dieser Harte, du weißt doch, der so richtig gepumpt hat? In die Fresse? Vorsprung muss aus die Soko. Also ich bin ehrlich zu euch, ich fand den früher Luciano besser als heute. Okay, sag mir mal einen Song von früher, so 4 Jahre, wo noch diese Harte war, die Straße. Harte, Bruder, tschüss. Ich geb dir jetzt einen Anfang. Bandito? Ja, Bruder, ich bin... Denk dir, Matthias, Royal Rumble. Seinen Arsch hört Luciano! Royal Rumble, hä? Kennst du Royal Rumble? Die so ja, früher voll in die Presse, okay? Ja, kenn ich, von mit Jesus. Jesus, dein Arsch, hör nicht auf den Track! Doch. Nur noch Gregorio von gestern, diese lockere. Gringo war auch dabei, so, wenn ihr das wissen möchtet. Wie heißt der? Gringo? Gringo, ja. So nennt man das, so sagt man das auf Deutsch, Bruder, was soll ich denn sagen? Matze, hör mir zu. Das ist völlig in Ordnung, ja? Du hast ein paar Freunde, mit denen triffst du dich ab und zu zum Handball, ja? Abends gibt es dann ein Bierchen. Setzt euch Samstag 15:30 nochmal hier, ja. Bundesliga macht er an, ja? Verliert euer Lieblingsteam, lässt dann einen Kommentar auf Insta da, wie scheiße der Trainer ist, und dann ist gut. Aber dein Arsch ist nicht türkisch.
Okay, ich sag, du bist ein richtig geiler Typ, aber Mathe. Türkisch hast du nichts zu tun. Ehrlich. Ehrlich. So. Du sagst, du sagst sogar nicht mal Döner. Du sagst dazu nämlich Türkenbeutel. So, nee, so weit geht. Chill mal. So weit geht. Ich distanziere mich hardcore. Du sagst nicht mal, du sagst zu Döner nicht mal Türk. Du sagst nicht mal Döner, du sagst Türken. Das ist so. Du sagst ein osmanisches, Feinschlemmer, weiß ich nicht. Eine osmanische Maultasche. Ja, so. Eine osmanische Maultasche. So. So. Genau. Osmanischer Fleischheimer. Es gab 3 Nein-Niemals, ne? Ja, 3 Nein-Niemals. Also, ja. Aber wir lassen dir noch die Chance. Ja, also, ja, definitiv. Also, das der den Vogel abgeschossen hat, war Nummer 4, sage ich. Ja? Er gerade auch. Ja, aber Nummer 4 auch. Wir müssen ja nur einen rauswählen. Ja. Ich will ja sehen, wie die kämpfen. Jalla. Ich sag auch, Nummer 4 macht. Ist ein Typ, aber ja. Es ist 1 oder 2. Vielleicht Wien. Wien hat mich mit der. Alter, wie schwitzig. Wien hat mich aber mit der letzten Rubrik abgeholt. Wisst ihr, was ich meine? Ja, Wien kann es sein. 1 ist Hardcore-Favorit. Kerin. Kerin ist harter Favorit. Mhm. Ich sag Momo raus. Ja. Wien vielleicht. 3 und 4, also 4 und 5 niemals. Momo so gut wie raus. Es ist 1 oder 3 sogar. Es ist 1 oder 3. Es ist 1 wegen dem Nussknacker, sage ich. Ja, okay, aber lasst uns trotzdem. Also für wen entscheiden wir uns, der rauskommt, dass wir da schon mal einen haben? Welcher geht raus? 4. 4? Oder 4 ist nein, niemals, nicht mal in 100 Jahren. Ja, okay, dann sind wir bei 4 raus. Dann kommen wir jetzt zur Runde 2, wo die Kandidaten sich bitte vorbereiten. Am besten ein Hoodie, so dass man das Gesicht nicht erkennt, und ihren Gegenstand in die Kamera zeigen oder sonstiges, womit sie uns überzeugen, wo sie sagen, das nehmen sie in den Urlaub. Sei es eine Türkei-Flagge, Fener-Trikot, sei es der Nussknacker, sei es, was kann uns noch sein? Was weiß ich? Sucuk. Zeigt alles, wo ihr mit uns überzeugen könntet. So. Oder Falim. So. So. So, dann der Erste. Hallo? Ja. Soll ich Cam anmachen? Ja, hast du dich verdeckt? Ja, Sturmmaske halt so. Ja, also man sieht Arme und so auf denen. Ja, aber Arme ist ja nicht schlimm. Aber hier für euch, Jungs, für euch. Ronaldo? Okay. Habe ich ja eben gesagt. Einen. Du bist Kerim? Kerim, genau. Einen. Soll ich direkt mein Item zeigen, dann sind alle ruhig. Ja, zeig Item. Tamam, Mann, welcher Türke hat keine Türkei-Flagge? Sag mir einen, der keine Türkei-Flagge hat. Top. Ich sag ehrlich, ich hab noch ein paar Items so, aber wenn ihr wollt. Sag mir mal, wie heißt eure... Adroate, hast du eine Türkei-Flagge? Nee. Türkei ist Kurde, der ist Kurde, Bruder, der braucht nicht. Wie nennt man eure türkische Spread? Gazos, Bruder, das ist mein Lieblingsgetränk. Meinte nicht mal das damit, aber krass. Okay, geistkrank. Jungs, wir können weitermachen. Ja, eigentlich schon, Bruder. Überweis direkt. Der nächste. Das war wirklich Kerim sein Arsch, und ich sag, sein Arsch ist sehr hart. Kerim ist Kerim. Guck mal den an. Guck mal, Momo. Also, Jungs. Was geht ab? Rüber. Was geht ab? Okay. Ja, okay. Aber kann sein, dass du, Luca, kann sein, dass du runtergegangen bist, zur Familie Gönnig und dir ein bisschen was abgeholt hast, ne? Boah, du hast mich beleidigt, ja, was für Luca. So, bist du kurz runtergegangen zu den Türken, zu deinem Nachbar, hä? Jungs, was für hast Luca? So... Luca. Okay, Frage. Okay. Ich habe eine Frage. Oh, ja. Meine Frage ist tatsächlich. Obwohl, ich würde es nicht fragen. Mach dir zuerst. Ich würde sagen, bei Gegenstand hast du noch eine Frage, Roat, irgendwas explizit? Wie machst du den Chai? Chai? Ja. Hier einfach. Teebeutel? Teebeutel? Nein, er ist raus. Ja.
Das, genau darauf habe ich geachtet. Du machst keinen Scheiß Teebeutel, oder? Nee. Bruder, nein, so wie ich es kenne. Nein, 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 nein. Das ist Cap. Raus. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der damit Teebeutel benutzt. Ich bin. Ich habe eine Frage, wie wir in der One-Version, ja? Okay, also, hast du gefastet, Bruder? Ja, Alhamdulillah. Fasten brechen, wie macht man das? Mit was hast du gemacht? Mit Datteln. Und? Und Wasser. Datteln ist schlechter Call, also er weiß auf jeden Fall ein bisschen. Aber es, ich sag darf, auch erst keine, es darf keine gerade Zahl sein. Muss entweder 1, 3 oder 5. Darf nie eine 2 oder 4 sein. Woher kommst du? Immer noch ist mir. Also Deutschland? Nein, Deutschland. Erlangen. Ach, das war hier von dir, Willi. Du warst noch nie türkische Restaurant, hast du gesagt? Ich hab halt kein Auto, ne? Mhm. Meine Mutter auch nicht. Mein Vater ist weg, also geschieden. Gehst du oft zum wo lässt du Haare schneiden? Hier neben Hauptbahnhof. Okay. Also gehst du bei einem Türken Haare schneiden? Wo gehst du Haare schneiden? Bulgare. Bulgare? Ja, die schneiden krasse Haare. Machst du immer freitags? Nee, nicht. Immer Samstag. Mhm. Du kanntest nicht die Nationalmannschaft, ne? Obwohl du Fußball interessiert bist, Bruder. Ich bin nur Sport interessiert. Ich war der. Nein, du meintest Fußball interessiert. Und du kennst nicht die türkische Nationalmannschaft. Sag mir 5 Spieler, Bruder. 5. Die Startaufstellung von 5. Ganz schnell. Kenan Yildiz. Schwer. Wie schwer? Mehr sagen sie. Schwer, weiter. Ach so, schwer, ja. Arda Güler. Mhm. Samet. Welcher Samet? Der den Eigentor geschossen hat. Wo spielt er? Spielt Verteidigung. Also, Jungs, bitte. Guck mal. Mach weiter. Oh, das war's, Digga. Ja, das war's. Sagst du Hakan Çalhanoğlu, dein Kapitän, kennst du nicht? Ein sportinteressierter Türke! Was du auch Hause mit Fahrrad? Arda Güler war schon vorbei. Arda Güler hab ich gesagt? Ich hab Arda Güler gesagt. Güler! Ja, Güler ist doch schon. Güler ist so. Ey, das ist wegen der Maske. Oh, das, ja. Er sagt, er ist Fußball interessiert. Nein, niemals. Und sagt mir, er kennt Hakan Çalhanoğlu, hat er nicht mal gesagt. Mal, ich hab doch wo hat Arda Turan gespielt? Ja, rede mit mir. Aus Arda Güler vielleicht noch einen deutschen Nationalspieler gemacht. Arda Turan. Hä? Next Messi, wo hat er gespielt? Okay. Ihr schickt mich. Okay. Ich schau gar keinen Fußball. Also, jetzt schaust du kein Fußball. Jetzt schaust du nein, ich bin, okay, ist okay, ist okay. Ich bin Fußball interessiert. Ist okay. 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 Der nächste Kandidat, bitte. Er hat Glück, dass die anderen so scheiße sind. Chai. Wenigstens hat er Chai, Bruder. Ja. Gleich. Hey. Ja, jetzt geht das Sack. Das geht das dann, ey. Okay. Bratte, der ist Jugo. Steimer. Steimer, Bratte. Kakosi, eh? Nimm mal Probleme, hä? Respektlos. Okay. Wo ist deine Türkei-Flagge? Ich habe keine Türkei-Flagge. Was ich da habe. Einfach. Okay. Nicht diese eine? Nee. Wenn schon. Boah, das ist scheiße. Okay. Das ist vom Kumpel geholt, hä? Nee, vom Kumpel 3 Stück, oder? Ey, rasierst du dich regelmäßig? Mit meinem Namen auch noch, oder? Boah, Elias, alles gut! Aber ey. Jungs, das ist jetzt hier wieder schwierig mit Code, ne? Ey, rasierst du dich regelmäßig? Wo? Überall. Was meinst du? Allgemein. Wie? Nee, nicht oft. Also, nur wenn ich zum Friseur gemacht, damit das halt mein Bart. Wenn dein, zu Welt, also, was zum Friseur gehst du? Ich habe einen Brusthaar, Digga. Okay, und ja, was? Achso, ja, was, den rasiere ich auch, wegen Fitness halt. Und, was macht dein Friseur dann immer am Ende drauf? Colonia. Danke. Wie teuer ist Haarschnitt bei dir? Barthaare? Haare, Bart? 30. Machst du Trinkgeld? Gibst du Trinkgeld? Also 25 und ich zahle 30 immer. Einen. Okay, eine Frage, wenn ihr mit deiner Fam in Urlaub gehst, ne? Türkei. Ja. Was nimmt ihr immer so mit? Ja, jetzt Nussknacker hat er schon gesagt, so Schokolade, aber das ist eh Standard. Von da mitnehmen, ne?
Von uns? Also von der Türkei hierher? Ja. Boah, was nimmt meine Mutter? Nimmt viel Gemüse mit, so Tomaten, so Chilisart, Paprikas.